Musik ist schon mal schön. Der Kamera gucken wir mal, ob wir sie hier lassen können. Ich kenne das Overlay noch nicht, also das Spiele-Overlay. Okay, wir starten mal. No Data. Das nehmen wir. Dann machen wir Linse. Lupus ist mein früherer Gamertag. Nicht schlecht. Ah, okay. Kein Autosaving. Please save often, okay. Mhm. Ja. Kannst du gehen? Ja. Ich hoffe. Move left. Mach ich doch. Ja, mach ich doch. Jetzt sag mir nicht, ich soll das mit den Pfeiltasten spielen. Also, okay. No way! Okay. Das sieht aus, als würde alles funktionieren. Ja, gut, alles klar. Gibt's das? Warte mal gerade. Gerade einmal. Ne. Option. Da. Language. Ja, gibt's auch auf Deutsch. Alles klar. Dann machen wir das doch, ne? Wenn's ja eh nur Text ist, dann brauchen wir auch kein Englisch. Haben wir es jetzt gespeichert automatisch dann? Anschauen. Ja, F anschauen. Okay. Etwas komisch, sein eigenes Grab sehen zu können. Okay. So, warte mal gerade. Ich muss mal gerade ändern. So, da bin ich wieder. Auch nicht der bequemste Ort, um einige Jahrzehnte verbracht zu haben. Das kann ich mir vorstellen. Okay. Kann ich das sammeln oder tut das weh? Auflesen. Okay, es bringt XP. Zerfetzter Pelz bekommen, verrosteter Klumpen bekommen. Okay. Springen. Versuche nicht zu fallen. Klettern. Okay. Oh. Okay. Ich habe also den Dingsbalken, ne? Ja, toll. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Warte mal gerade. Optionen, Steuerung. Schnellmenü. Wo kann ich denn speichern? Nicht blind. Auf der Karte. Beim Fischen. Bild schütteln. Ich gehe mal davon aus, F5.
Die Frage ist, kann ich denn jetzt irgendwie... Ah, okay. Also ich muss schon... Du musst schon irgendwie so ein bisschen länger gedrückt halten, die Taste, damit er höher springt. sie. Aber es ist natürlich immer... Okay, da kann ich auch... Da brauche ich keine Energie für verschwenden. Fürs Klettern ja, aber nicht fürs Seilklettern. Ich verstehe. Scheiße, was jetzt? Ja, gute Frage. Springen. Und dann falle ich runter. Dash? Ah. Nee, falscher Knopf. Oh, das sind viele Knöpfe, ne? Da muss ich erstmal voll reinkommen. Ach, ich brauche auch gar nicht springen, um zu klettern. So. Oh, Alter. Ist das ein Booster-Modul oder so etwas? Boah, Leute, ich werde so oft abkacken, ne? Das sind halt viele... Ja, guck mal, ich brauche gar nicht springen, um zu klettern. Das sind viele Tasten, die ich drücken muss. Und das ist halt immer schwierig, wenn man das mit Tastatur spielt. Okay. Und das Ganze dann irgendwie, ne, in Kombination am besten noch mit einem Kampf oder so. Ach, gucke mal. Das geht auch. Ich kann auch hochdashen. Alles klar. Tada, da sind wir. Und was meinst du? Okay, die Stadt liegt in Trümmern, sieht nett aus. Lüge, sieht nett aus. Du lebst hier? Ja, ich kann jetzt noch nicht viel sehen von der Stadt, ne? Moin, Schlaus. Ich hau mich mal in deinen Lurk und lasse mich brieseln. Sehr gerne und vielen Dank. Viel Spaß im Lurk. Cool, deine Stimme funktioniert auch. Ja, ziemlich erstaunt, oder? Und schau dir das an. Ich garantiere, du hast sowas noch nie gesehen. Was ist das? Neue Quest. Okay. Follow me. Oh. Was habe ich dir gesagt? Unglaublich, oder? Wir sind aufgestiegen in Level 2. Weizen wird doch nicht mit T geschrieben, oder? Aber ich sehe jetzt gerade, das ist doch eine... Warte mal. Halt. So. Ihr sollt ja auch die Fragen lesen können, ne? Jetzt. Weizen in der Wüste. Jetzt müsst ihr mir nur mal sagen. Weizen wird mit so einem T geschrieben, oder? Wie habt ihr das geschafft? Ich habe das schon oft gesehen. Ich frage mal, wie habt ihr es geschafft? Frag mich nicht. Ich bin nur ein Ingenieur. Ich habe aber geholfen, die Bewässerung zu installieren. Das Ganze nach der Katastrophe hinzukriegen, ist nicht ohne. Ach, ich wusste, du würdest beeindruckt sein. Warte mal. Wo sind alle hin? Was ist los? Ich hätte gedacht, dass alle gespannt auf uns warten. Kaum jemand hat einen Altwelt-Androiden gesehen. Altwelt-Androiden, okay. Wir sollten Jack finden. Hoffentlich ist er im Ingenieursgebäude in der Siedlung. Okay. Folge Catherine, ja. Wir sind ein Altwelt-Android. Okay. Let's go. Ja, komm her. Okay, hier kann ich dann reingehen. Keep up. Achso, F. Okay. Was soll das? Wo warst du und wer zur Hölle ist das? Was meinst du? Ich habe den Androiden zurückgebracht. Es funktioniert. Oh Gott, das auch noch.
Schön, Sie kennenzulernen. Und er spricht sogar noch. Was ist los, Jack? Sag etwas. Das Wasser ist wieder unterbrochen und diesmal ist es nicht die Pumpe. Irgendwo muss es ein Leck geben. Wenn wir es nicht sofort wieder in Ordnung kriegen, geht die ganze Ernte in den Eimer. Scheiße. Ich hätte hier sein sollen. Ja. Naja, jetzt bin ich hier. Was kann ich tun? Du kannst hier bleiben und schauen, dass alles in Ordnung bleibt. Ich gehe runter und überprüfe die Leitung. Das kannst du doch nicht. Nicht mit deinem Bein. Und du weißt, dass es nichts gibt, das ich nicht reparieren kann. Auf keinen Fall, viel zu gefährlich. Der Android kann mich beschützen. Hast du den Verstand verloren? Ein Android kein Spielzeug. Da wärst du noch besser dran, gleich ins... Was? Ins... Was ist das? Raw-Gebiet? Einzudringen? Du solltest mich fürchten. Das wäre wahrscheinlich die beste Antwort, die wir sie geben können. Du solltest mich fürchten. Nein, ich sage mal, ich kann sie beschützen. Ja, sicher doch. Androide wachsen nicht auf Bäumen hier und einige sagen, dass sie für die Katastrophe verantwortlich sind. Okay, hör mal. Wir müssen das Wasser sofort wieder zum Fließen bringen oder wir sind hier alle erledigt. Und ich und mein Android sind deine beste Chance. Verdammt. Okay, aber lass mich nicht im Stich. Claro! Aber ich warne dich, Android. Wenn du ihr auch nur ein Haar krümmst. Komm schon, mach dich nicht immer so wichtig. Also, auf geht's. Wart kurz, nimm dieses Walkie. Ruf mich an, wenn du ein Problem hast. Alles klar und keine Sorge, wir sind bald wieder da. Okay, Android, gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Okay, öffne das Menü, um dein Inventar, Quests und mehr anzuschauen. Okay. Aufzeichnung. Ja, okay. Inventar. Brauchartikel. Kleines Highpack, mittleres Highpack. Nanomaschinensalbe. Quest-Item. Wertartikel. Verrosteter Klumpen, zerfetzter Fels. Kampfhandbuch. Outfit Modell 1. Okay, Quest-Item. Okay, krass. Ich hab noch nie einen 2D-Roll, also ein RPG gespielt. Nutze ein Telefon, um zu speichern oder speichere durch das Menü, wenn du in der Nähe bist. Speicher oft. Das irritiert mich, beziehungsweise es macht mich nicht unbedingt glücklich, dass hier immer steht, dass ich oft speichern soll. Okay. Wie kann ich denn jetzt? Ich habe es immer noch nicht verstanden so richtig. Wie kann ich denn jetzt speichern? Inventar. Rauchartikel. Wertartikel. Wo ist denn jetzt mein Telefon? Dateien. Kampfhandbuch. Bist du bereit, das Leck zu schließen? Aufgabenliste. Meine Aufzeichnungen beinhalten Daten über meine momentanen Aufgaben. Wenn ich mir unsicher bin, was ich nächstes tun soll, kann ich jederzeit anschauen. Okay. Alien Isolation war das Spiel, in dem ich mich am meisten über Speichern gefreut habe bisher. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe es nie gespielt, aber ich habe es damals im Gameplay geguckt. Und die Vorteile als Androiden. Kann ich mir gut vorstellen, dass man im Spiel dann sich freut, dass man ständig speichern kann. So, aktiv. Kann ich das nochmal anwählen? Nein, Systemstatus. Karte öffnen. Okay, Karte schließen. Option. Aber hat da jetzt irgendwas eben gestanden, wie ich speichern kann? Sprechen, öffnen. Modell 5 bekommen, okay. Schwert verbessern. Ich habe gar kein Schwert, oder? Schwert? Okay. Braucht verrosteter Klumpen, 1 von 1... 50 Bruchteile und ein Silbererz. Okay. Bei mir Tomb Raider 2 nach jedem Sprung und jedem Gegner. Ja.
Ja, auch nicht schlecht. Aber ich würde jetzt echt gerne wissen, wo ich speichern kann. Ja, los, komm. Wir gehen erstmal. Wir gehen uns das Loch darunter. Folge der roten Leitung, bleibt nah bei mir. Okay. Let's go. Herein. Ich traue mich gerade noch nicht so. Warte mal. Nein. Warte mal, was stand da? Achso, nee, du kannst ab den Punkt fortsetzen. Irgendwo muss doch... Irgendwo muss doch ein Ding sein. Steuerung. Interagiere. Dash, kriechen. Schnellmenü. Springen, schwere Attacke. Schnellmenü, was ist denn schnell? C... Ah, warte mal, ist das... Okay. Ach, wir können es auch hinlegen auch. Hilfe, Alter, was ist? Herein. Nee, herein. Wie? Ach so, wie war das denn nochmal? Runter und dann so, ne? Genau. Ja, okay. Nein. Oh, Alter, ich glaube, das hat mir gerade den Arsch gerettet. Ich werde fast runtergeklatscht. Alter, wie groß wird das? Bleib bei mir. Okay, da ist ein Leck. Merkwürdig, die Leitung hat einen Sprung. Kannst du schließen? Natürlich, dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Oh, Alter. Haben sie das echt eingebaut? Wie auch immer, los geht's. Achtung, das Schweißgerät ist sehr hell. Okay. Catherine sieht furchterregend aus mit der Lötbrille. UV-Filter anschalten. UV-Filter? Machen wir an. Besser so. Ist ziemlich dunkel, aber wenigstens sehe ich, was sie macht. Das sollte genug sein. Okay. Jack, ich habe das Leck repariert. Wie sieht der Druck aus? Immer noch schwach. Es muss ein weiteres Leck geben. Okay, wir schauen weiter. Los geht's. Du brauchst wirklich einen Namen. Haben Androiden überhaupt einen Namen? Ich kann mich nicht erinnern. Echt? Das tut mir leid. Ich kann mich auch nicht an vieles erinnern. Ich bin mir sicher, dass das in Ordnung ist. Wahrscheinlich nur ein bisschen Datenverlust. Na, bis es dir wieder in den Sinn kommt oder du weißt, wie du genannt werden willst, nenne ich dich einfach Stranger. Okay. Ziemlich cool, oder? Ja, voll. Okay, wir müssen der Leitung weiter nach unten folgen. Los geht's, Stranger. Fang mich, wenn du kannst. Let's go. Ja, ich komme ja. Wah, wah. Und wieder hier. Kommt das Leiden. Ah, so geht's rauf, okay. Fahrstuhl, ja. Ach, hier plätschert's, guck mal. Schau, die gleichen Sprünge wie zuvor. Irgendwas stinkt hier. Jack, ich glaube, wir haben ein Problem. Was ist los? Wir sind im Mittel... Was? Nee, Mid-Westmarkt. Genau wie zuvor. Die Leitung hat Sprünge, aber es gibt kein Zeichen eines Erdrutsches. Hm. Das muss Sabotage sein. Ich wusste es. Okay, warte auf mich. Ich komme runter. Nein, ich kann es reparieren. Mach dir keine Sorgen. Okay, sei nur vorsichtig. Ich gebe den anderen Bescheid. Um auf sicher zu gehen, folgt der Leitung bis zur Pumpe. Das Walkie wird dort unten nicht funktionieren, also nutze einfach das Telefon. Okay, lass mich das auch schweißen. Warte mal, wer ist das? Da ist jemand? Wo? Halte eine Richtung zusammen. Was? Angreifen? Halte eine Richtung zusammen mit einer leichten oder schweren Attacke für verschiedene Aktionen. Das Kampfhandbuch gibt dir mehrere... Warte mal, oh, das ist immer... ZX?
Okay. Ja. Benutze das Schnellmenü, um Heilmittel zu gebrauchen. Braucht 86%, okay. Ey. Also, das wäre auf jeden Fall. Ich merke gerade, das ist auch ein Spiel, das. Da solltest du, glaube ich, mit Controller. Das solltest du mit Controller spielen. Meine Güte, bin ich froh, dass du mitgekommen bist. Ich habe das Deck geschlossen, so gut wie neu. Los geht's zum Pumpenraum. Ich müsste echt mal gucken, ob das Spiel auch Controller-Unterstützung hat, weil das, ey, 500 Knöpfe drücken hier und das auf der Tastatur, nicht so geil. Wo muss ich hin? Ach, da. Und? Hä, wo ist sie? Ah, okay. Ach, guck mal, ich gedrückt halte, läuft sie schneller. Oh, du bist ganz schön schnell. Ich will mich umgucken. Warte mal. Zerfetzter Pelz. Ah, ich werde mir wahrscheinlich irgendwann, kann ich hier wahrscheinlich alleine durch die Gegend flitzen. Haha, ich bin schneller. Fischen? Okay. Okay. Ach, jetzt kann ich speichern. Also ich kann gar nicht so speichern. Ich muss immer wieder zu Speicherpunkten. Ich habe das erst verstanden, dass ich irgendwo speichern kann im Menü. Was zur Hölle? Servus. Servus? Hier? Wer ist Servus? Was ist Servus? Ich glaube, wir haben die Saboteure gefunden. Okay, seht ihr irgendwas? Schieß, los! Hä? Wo denn? Was denn? Ah. Sei vorsichtig, es könnte noch mehr in der Nähe sein. Seht ihr irgendwas? Ah, hier. Okay. Zombies. Zombie-Roboter, oder was? Das noch nicht so richtig verstanden, wann ich was mache. Alter, wie er weggeflogen ist. Okay, jetzt habe ich die Tür auf. Was haben sie nur gemacht? Wir sind gerade rechtzeitig gekommen. Die haben versucht, die Turbine zu zerstören. Ich muss das reparieren. Ruf Jack an mit dem Telefon. Beim Eingang und sag ihm, was passiert ist. Muss ich mit dem sprechen? Komm, das nehmen wir mal. Das ist wichtig, bitte. Muss ich mit dem sprechen? Okay, wo ist das Telefon? Hä? Wo ist denn das Telefon? Ach da, das ist das. Ah, okay. Dank Gott, gute Arbeit, Catherine. Das Wasser läuft wieder. Hallo? Du? Wo ist Catherine? Sie kümmert sich um die Pumpe. Es wurde von Servus sabotiert. Servus? Wo sind die jetzt? Komm, den nehmen wir den. Sie sind jetzt bloß Trümmer auf dem Boden. Servus, Wenn wir uns nicht mit denen rumschlagen müssen, dann sind es Rogues. Okay, sagt Catherine, sie soll so schnell wie möglich zurückkommen. Und du auch. Android Vieh hat etwas vor. Er hat aufgehängt. Ich habe die Pumpe wieder zusammengebastelt. Sie sollte eine Weile halten. Okay. Was hat Jack gesagt? Das tönt verdächtig. Wer spricht denn so? Das tönt verdächtig. Sieht so aus, als müssten wir
die Willkommensparty nochmals verschieben. Warum führst du nicht voran? Was? Warum führst du nicht voran? Schau, ob du dich schon zurechtfindest. Kein Problem. Warum führst du dich voran? Was ist das? Was sind das für Aussagen? Lass uns zur Siedlung zurückkehren. Okay. Bring uns nach Hause. Okay. Es ist jetzt nicht unbedingt viel zu erkennen, ne? Ich komme vom Pumpenraum, komme ich hier nicht hoch, ne? Doch, hier? Nee. Okay, sie muss ja auch hoch, also... Da war ein Seil, glaube ich, ne? Wenn ich mich da recht dran erinnere. Und wir sind ja auch von hier gekommen. Na komm, schnell, zack, zack. Oh, warte mal. Auflesen. Komm mal hier hoch. Okay, sie schafft das auch. Nein. Oh, Einrastfunktion, ne? Also ich kann Treppen aber auch nur so... ich kann Treppen nicht laufen. Oh, Junge! Doch, war doch schön hier, ne? Ja. Machen wir es so. Ich habe keinen Bock, jetzt immer diese scheiß Einrastfunktion zu aktivieren. Kann man hier nicht rein? Hä, wo bin ich denn? Ah, hier war ich noch gar nicht, ne? Okay, also es gibt keinen Fallschaden. Ich habe jetzt drauf gewartet und dachte so, jetzt und plump, klatsch. Okay. Aber ich mache jetzt einen Fehler, ne? Ich werde jetzt neugierig und das ist schlecht. Weil es ist eine Open World und ich glaube, das Schlechteste, was ich jetzt machen kann, ist, mich hier umzusehen, wenn wir erstmal zurück sollen. Die Frage ist, wie komme ich denn jetzt hier... Oh, welche Taste war das jetzt? Shift, ne? Ah, scheiße. Mal schauen. Ah, Zenith, das war der Name der Stadt und das wird die Zentrale sein. Bin das nur ich oder was? Was? Oder war das Signet was? Prophetisch? Komm mal hier durch. Okay. Apartment Westen.
Okay. Das ist das, was ich meine, ne? Du musst hier gerade 34 Tasten drücken, um voranzukommen. So. Also sie hat voll Power, ne? Die kann die ganze Zeit hochklettern und ich tue mich ja voll schwer. Habt ihr das gesehen auf der anderen Seite? Da war doch was. Da oben. Was ist das? Also ich sag mal so, ich glaube, ich komme hier zwar lang, aber das ist definitiv nicht der Weg, den ich hätte nehmen müssen, ne? Nein. So. Da ist noch was. Schau. Radar North Star Büros, die haben Satelliten- und Kartensysteme gebaut. Okay. So, wisst ihr was? Ich bin mal ganz kurz hier abwesend. Ich hole mal gerade mein Controller-Kabel und dann versuchen wir das Ganze mal mit Controller zu spielen. Weil mit Tastatur klappt das, glaube ich, nicht. Bin gleich wieder da. So, warte. Nochmal zapp. Ich sollte mal aufräumen. So. Also. Anschauen. Das geht so. Okay. So. Okay, so schlage ich. Okay, siehst du? So machen wir einen Dash und so springen wir. Ja, siehst du, das ist doch schon besser. Ah, das tut gut. Jetzt ist nur die Frage, hier kommen wir nicht weiter, ne? Also wir müssen runter. Wo ist denn... Da ist Oshi. Sprechen. Lass uns zur Siedlung zurückkehren, ja. Das würde ich gerne. Karte öffnen. Was ist denn? Wo ist denn die Siedlung? Was meint ihr damit Siedlung? Ist doch hier das Lager. Da waren wir doch eben, oder nicht? Hier sind wir hochgekommen, ne? Ja, müssen wir hier echt schon durch? Ja, geht, ne? Also mit Controller wesentlich besser. Also wenn ihr das Spiel euch auf jeden Fall mal anschauen wollt, ne?
Hier übrigens gibt's das bei Steam. Dann bitte, bitte spielt das mit Controller. Das kann ich euch jetzt auf jeden Fall schon sagen. Ach, hier kann man nicht rein. Hier kommen wir lang. Okay, wo sind wir jetzt hier? Kann ich die Karte nicht direkt im Dings öffnen? Oh, öffnen? Scheint nicht. Okay, sind wir... Ah, hier waren wir doch schon, ne? Waren wir hier nicht eben? Doch, waren wir. So, siehst du? Ah, klettern. Wie geht klettern jetzt? Ah, okay. Ah, ja, okay. Wir haben den Weg gefunden. Kann ich hier speichern? Ja, sehr gut. Sprechen. Lass uns zur Siedlung zurückkehren. Wir sind hier nicht hier in der Siedlung? Hier, oder was? Ah ja, wir sind wieder da. Habt ihr uns vermisst? Ich sehe wohl nicht recht. Was ist los? Hast du gedacht, ich komme nicht mit in einem Stück zurück? Etwas in diese Richtung, ja. Gute Arbeit, Catherine. Android ist ein großer Vorteil für uns. Zumindest, wenn wir ihnen vertrauen können. Was meinst du? Ist es nicht etwas auffällig, dass unsere Wasserleitung zur gleichen Zeit sabotiert wurde, wie du Androiden gefunden hast? Den Androiden gefunden hast? Aber ich habe die Servos gesehen, die Pumpe angegriffen haben. Es kann nicht sie gewesen sein. Hast du dir mal überlegt, dass sie die Servos kontrollieren könnte? Androiden haben eine FFCS, ein Fernkommunikationsmodul. Es ist plausibel, dass sowas bessere Verbindung hat im Untergrund als unsere Radios. Aber ich glaube dennoch nicht, dass sie es war. Für mich war sie für mich Jahrzehnte außer Betrieb. Ich bin mir nicht sicher. Muss man den Arm hier zur Seite machen. Kann das immer nicht lesen. Und seit sie wieder online ist, war sie immer bei mir. Aber was wissen wir schon über Androide? Gar nichts. Na, dann frag sie doch. Hast du uns betrogen, Stranger? Möglicherweise ja. Ich nehme diese Antwort jetzt nicht. Nein, habe ich nicht. Da hast du es. Ihre Erinnerungen sind ein bisschen durcheinander, aber darüber ist sie sich sicher. In Ordnung. Ich hoffe, das ist die Wahrheit. Wenn nicht, dann wissen die Raw unseren Standort sind sicher schon auf dem Weg. Vieh, das nimmst du einfach so hin? Was für eine Wahl habe ich? Nimm das Ding auseinander und untersuche es. Catherine, haben Androiden nicht eine Blackbox oder sowas? Können wir irgendwie herausfinden, was sie gemacht hat? Wir müssten einen Datenanschluss finden. Und wir bräuchten einen Computer, was nicht gerade einfach zu finden ist. Aber auch wenn wir das alles hätten, glaubt ihr nicht, dass wir sie fragen sollten, ob das okay ist? Du hast recht, Catherine. Tut mir leid, Stranger, richtig? Würdest du uns erlauben, dich zu untersuchen, wenn möglich? Wieso nicht? Hat ja auch nichts zu verheimlichen, ne? Gut. Jack spricht mit Sai, wenn er ankommt. Vielleicht weiß er Bescheid. Wenn es sein muss. Wie dem auch sei, ich bin mir sicher, dass die Raw unsere Angreifer sind. Was bedeutet, dass sie bald unseren Standort entdecken werden? Ich muss unsere nächsten Schritte planen. Wenn es sonst nichts mehr gibt, dann sehe ich euch später. Hey Stranger, warte mal. Ich will noch etwas sagen. Sayonara, Catherine, Stranger. Bis später, Catherine. Ach, die Alten. Oh, hier, das habe ich fast vergessen. Hier sind ein paar Bruchteile als Dankeschön. Das ist nicht viel, aber du kannst mit denen handeln oder zumindest sobald Sahil hier ist. Er ist verspätet, was eigentlich nicht normal ist. Vielleicht haben die Servos ihn abgeschreckt. Wie auch immer, mach dir keine Sorgen um Jack und Vieh. Ich bin mir sicher, dass sie sehen bald, was ich sehe. Eine Superheldin, die uns beschützen kann. Na dann, ich habe Arbeit zu tun. Schau mal bei Vieh und Jack vorbei, die haben sicher noch weitere Aufgaben für dich.
Aber für den Moment bist du frei, zu tun, was du willst. Schau dich einfach um, die ganze Welt steht dir offen. Bis später, Stranger. Okay, das ist jetzt halt das Ding, ne? Also wir haben jetzt eine Open World. Oh, Level Up 4, okay. Wir haben jetzt eine Open World und wir können jetzt überall rumrennen und müssen halt gucken, ja, es gibt wohl, es ist nicht so wie bei anderen Spielen, wo man das halt kennt, so Open World mäßig, dass du in Gebiete kommst, wo du halt nicht die Überfeinde hast, die dich direkt platt machen, sondern eher gibt es Dinge, die du brauchst, die du benötigst wohl. Also Items, mit denen du dann halt agieren kannst in diesen Bereichen, wenn ich das richtig verstanden habe. Na, deswegen, wir schauen uns auf jeden Fall mal ein bisschen um. Na, guck mal, Jola, vielen Dank. Danke für den Follow. Hast dich doch breitschlagen lassen? Ich bin erstmal wieder rauf, mal sehen, ob ich schaffe, wiederzukommen. Alle Alerts mal getestet. Ja, das stimmt. Alles klar, dann vielen Dank für alles heute. Ne, für deine Alert-Tests und dir viel Spaß und viel Erfolg bei der Arbeit. Mach's gut und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal vielleicht. So, wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Saving possible. Wir haben gerade gespeichert, ne? Hatten wir gespeichert? Ich mach's nochmal. Jetzt haben wir gespeichert. Okay, immer noch saving possible. Raid fehlt noch. Genau. Okay, wir können uns auch überall umsehen. Ah, interessant. Ziel wählen. Okay. Was ist das? Ein Zug? Naja, ein halber Zug. Wurde die während der Katastrophe eingesetzt, um Leute zu evakuieren? Ach, jetzt erkenne ich das auch erst. Ah, okay. Ah, okay, dann gibt es wahrscheinlich, können wir jemanden schnell reisen. Okay, okay, gut zu wissen. Schauen. Weder Gas noch Elektrizität, es stinkt stark nach Öl. Ich rieche Kartoffeln und sind das Rüben? Kaffee Alpha, war ich früher schon hier? Wenn ja, dann war die Bedienung sicherlich besser. Auflesen. Okay. Alte Münze bekommen. Die Stadt ist pulverisiert. Was ist nun geschehen? Ah, okay. Ruinen. Zieht mir das... Wenn die explodieren, zieht mir das Schaden ab? 83%? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Muss ich gleich mal drauf achten. Hä? Setzen? Okay. Hä? Auf. Okay. Ich dachte, das könnte ich lesen. Hier irgendwas? Ne. Ach. Da ist was. Trotzdem mal. Uah! Okay.
Also diese dieses Flash oder wie das heißt, die kann ich dauerhaft nutzen. Da Teilring bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Ach, hier kommen wir jetzt nicht weiter hoch, ne? Ja. Okay. Ich würde jetzt mal einfach hier raus. Und mal hier weiter. Okay. Hier geht's abwärts. Okay, hier kommen wir auch wieder hoch. Ich will mal gerade einmal auf die Karte gucken, wo wir überhaupt sind. Ruinen, okay. Ach, da ist... Okay, da sind Jack und so. Fortfahren. Vielleicht sollten wir da erstmal hin, bevor wir jetzt anfangen, uns hier großartig umzusehen. Würde ich vielleicht nochmal gucken, dass wir uns erstmal Jack und Fee vornehmen und mal gucken, ob wir von denen noch irgendwas rauskriegen. Oder irgendwelche Aufgaben bekommen. War das eben schon da? Verbrochener Ring? Was ist denn ein verbrochener Ring? Hä? Was hat denn der Ring verbrochen? So, setzen. Oh, die respawn. Alles klar. Elektronikkabel. Ich glaube, die Explosionen, die ziehen mir mal Energie ab, ne? Kann das sein? Wie ist denn jetzt Schnellmenü? Ah, da ist Karte. Halt. Das war Klettern. Okay. Ich finde gerade kein Schnellmenü. Inventar, Brauchartikel, kleines Heilpack. Ich glaube, das können wir nutzen, ne? Verbessert um 10%, ist jetzt nicht viel, aber okay. So. Wo war das denn nochmal? Hier, ne? Wer ist das jetzt? Ah, das ist Vieh, okay. Grüß dich, Stranger. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich denke schon, aber bevor wir dazu kommen, ich wollte mich für Jacks Verhalten und meine Kurzsichtigkeit entschuldigen. Du bist unser Gast und hast uns geholfen. Aber versteh dies, als Anführerin habe ich einige Verantwortung. Ich muss alles gründlich übersehen, stand aber echt übersehen. Ich glaube, du kannst uns nochmal zu Hilfe stehen. Obwohl das Wasser wieder läuft, unsere Ernte hält nicht für lange Zeit. Und wenn wir nicht verhungern, dann werden uns die Raw schlussendlich einfangen. Früher oder später werden sie sich auf den Weg machen. Genau, wer sind die Raw? Eine andere Fraktion, sie leben tief im Untergrund. Sagen wir es so, sie haben ein Monopol für geometrische Energie und teilen das nicht gern. Der Bereich direkt unter uns ist nicht stabil und weiter unten würden wir auf das Gebiet anderer Fraktionen treffen. Okay. Wir sind zur Oberfläche geflüchtet, weil wir hofften, wir könnten wieder wie früher leben und den Raw entweichen. Aber ich muss zugeben, dass ich dabei wohl falsch lag. Warum vertraust du mir plötzlich? Ich bin mir nicht sicher, du bist eine Fremde, aber du hast uns geholfen. Außerdem schätze ich neue Perspektiven, davon gibt es nicht viele her. Hier. Okay, wie geht's weiter? Ich habe den anderen noch nicht von der Fehlernte erzählt, aber ich sage es dir, weil ich denke, dass du uns helfen kannst. In der Wüste im Osten gibt es eine Ruine, die zu einem Bunker führt. Dort haben wir Samen gefunden, die wir angepflanzt haben. Alex, unser Jäger, hat das entdeckt. Ich möchte, dass du den Bunker findest und die restlichen Samen zurückbringst. Wenn wir genügend neue sehen können, dann vielleicht... Was, wenn ich scheitere? Du kannst mich auf mich verlassen. Natürlich kannst du das.
Alex ist für lange Zeit unser einziger Jäger gewesen. Ich denke, du kannst diese Rolle auch erfüllen und vielleicht noch mehr. Viel Glück. Schauen wir mal, ne? Dann wollen wir mal in den Osten. Oh, Vögelchen. Piep, piep. So, einmal speichern. Obwohl, ne, in den Osten? Die Dings war doch hier, oder nicht? Hier ist doch die. Aber wo ist der? Hier soll ein Bunker sein. Okay. Anschauen. Die Sprinkler funktionieren wieder, es könnte aber bereits zu spät sein. Aber Osten hat die gesagt, ne? Also müsste ja... Osten ist ja... Da. Also gucken wir mal. Oder ist das etwa... Oder ist das da, wo wir schon waren? Könnte das wohl sein? So, wir haben 89%. Okay, das hat nichts. Hat uns nichts getan. Das ist gut. Schadensbooster bekommen. Oh, das klingt gut. Oh, warte mal, da ist noch was. So. Achso, das war, da konnten wir uns hinsetzen. Wird das dunkel? Hier kommen wir nirgends runter, ne? Also der einzige Punkt, wo wir wirklich runterkommen, war doch hier. Ah ne, hier kommen wir noch nicht. Metallring. Spawn Gegenstände auch wieder? Weil da war doch eben ein verdorbener Ring. Wie hieß das nochmal? Ich so lachen musste. Okay, wir gehen mal runter. Auflesen. Zerfetzter Pelz. Haben wir denn, warte mal, haben wir auf der Karte? Haben wir da vielleicht... Finde die Samen, okay. Ja, dann sind wir richtig. Oder warte mal. Ich sag das jetzt einfach so, dann sind wir richtig. Ich will gerade vorher schauen, ob wir vielleicht... Scheiße. Ob wir vielleicht auf der anderen Seite... Hier näher kommen. Wasser. Ja, bitte Platsch. Ja, ich würde mal noch ein bisschen weiter rüber. Bevor wir da hinten runtergehen. Oh, Sturm. Dreckklumpen. Anschauen. Der Wind heult wie ein Rudel von Wölfen. Oh, okay. Hier kommen wir nicht lang. Alles klar. Also müssen wir runter. Dann waren wir doch auf dem richtigen Weg. Was ist das? Auch Fischen? Nein, Fischen brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. So. Hier. Kommen wir hier. Nee. Nee. Dann gehen wir hier lang. Moosiges Wasser bekommen. Oh. Runter. Oh, warte. Schwarzer Pilz. Klingt auch nicht so geil. Ich sehe mich hier erstmal noch ein bisschen um. Okay, dann gehen wir mal runter. Schauen wir mal. Level up, Level 5. Sehr gut. Oh. Ich gehe davon aus, dass wir hier nicht drauf dürfen. Ja. Ich hatte recht. Okay, und wir sterben direkt. Also. Instant tot. Scheiße. Oh, Alter, das ist natürlich meins.
Kann ich doppelt? Warte mal. Nee. Also muss ich. So. Oh, ist klar. Ja. Alter. Okay. Ich glaube, da komme ich normal gesprungen, ne? Ja. Boah, Alter, ey. Auflesen. Mutter bekommen. Auch das, guck mal. Mama! Ne, wir gehen da lang. Ich würde hier. Nee. Ich würde hier gern speichern, ne? Wenn ich ehrlich bin. Anschauen. Semi. Semi haben Elektronikteile hergestellt. Viele davon auch in Androiden verbaut. Es ist schade, die Fabrik so ruhig zu sehen. Okay. Auflesen. Verrosteter Klumpen. Verrosteter Schlüssel. Okay. Ein Bunker der alten Welt. Das muss so ein Lager gewesen sein. Es riecht so alt, wie es aussieht. Behälter und Säcke sind über den Boden verstreut. Jemand anderes war schon hier. Das meiste ist verrottet, aber einige dieser Schubladen beinhalten noch brauchbare Samen. Ah. Insgesamt nur noch 24 Säckel und brauchbare Samen. Ich frage mich, ob die immer noch wachsen werden. Ich sollte zu viel zurückkehren. Die Säckel. habe ich schon mal erwähnt, ich würde gerne speichern. Ich muss ja jetzt den Weg zurück, den ich gekommen bin, ne? Und das sehe ich als Problem, ehrlich gesagt. Rostige Kappe bekommen. Es wäre jetzt total schön gewesen, wenn man eine Abkürzung bekommen hätte. Das Problem ist nämlich, wenn du jetzt stirbst, darfst du den ganzen Kack nochmal machen, ne? Ich komm doch da gar nicht hoch. Warte mal. Da drüben ist was. Die Frage ist, na. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass wenn ich hier lande, dass es hier weitergeht und ich dann noch irgendwo anders hinkomme. Aber anscheinend. Aber ich kann jetzt nicht, also ich will es nochmal testen, ne? Aber ich kann nicht speichern, ne? Ich kann jetzt nicht, ich muss immer warten, bis ich an Speicherpunkte komme. Puh, ich habe ein bisschen Angst. alles klar. Ich muss nicht nochmal von vorne anfangen. Warte, ich will nochmal gerade gucken. Inventar. Lass mich gerade ins Inventar gucken, ob ich die Säcke noch habe. Brauchartikel. Quest-Items.
Säckel mit Samen. Alles klar. Okay. Das ist gut. Also wenn ich jetzt immer, wenn ich hier sterbe, dann werde ich halt nur hierhin zurückgesetzt. Das ist zwar ärgerlich, aber immer noch besser, als wieder komplett an den Anfang zurück zu müssen. Wie starten wir das, oder wie machen wir das Ganze hier jetzt? Klettern? Nee, so nicht. Ach Mann. So. Hier können wir normal springen. Falscher Knopf. Na. So. Hier normal springen. Warum gehe ich runter? Was soll das denn? Nein! Ey, warum bückt er sich denn immer? So. Alter. Also, ganz ruhig. Springen. Springen und Dash. So, oh mein Gott. So, und jetzt? Kann ich jetzt so hochspringen? Oh! Alter, das habe ich jetzt echt nicht erwartet, dass das funktioniert. Aber hier, darüber... Oh. Ganz schnell speichern. Verrosteter Schlüssel. Okay, ist auch noch was. Ach so. Naja, ich sehe schon. So. So. Heiliges Blechle, ey. Und überleg dir das jetzt mal, das Ganze mit Tastatur. Ich hätte wahrscheinlich meine Tastatur zerkloppt. Hier, verbrochener Ring, da ist er wieder. Also Sachen spawnen, also Gegenstände spawnen auch wieder, ne? Nicht nur Gegner. Aber auch nicht alle, ne? Weil wir hatten hier auf jeden Fall mehr gehabt. Da, guck mal, das ist auch wieder was. Schwere Feder. Okay, die Explosion tut mir nichts. Das war jetzt mal der große Test. Das ist gut. Achso, das hatten wir ja. So, einmal speichern. Und ab. Du bist ja da. Hast du etwas gefunden? Ich habe die Samen bei mir. Oh wow, das müssen über 20 Säckel sein. Jawohl. War das alles? Oh wow, das müssen über 20 Säckel sein. Und dann war das alles? 24 insgesamt. Das hast du gut gemacht. Sehr gut, wir werden dich schnellstmöglich sehen. Das gibt uns Hoffnung, die ich nicht erwartet hatte. Du gewinnst mein Vertrauen, Stranger. Vielleicht könntest du uns Noka sogar offiziell beitreten. Noka? Okay. Alex ist für lange Zeit unser einziger Jäger gewesen. Ich denke, du kannst diese Rolle auch erfüllen. Achso, das hatten wir schon, ne? Ja. Für jetzt, bitte nimm diese Bruchteile als Entschädigung. 200 Bruchteile. Ich habe Jack einen neuen Job gegeben. Ich denke, du könntest ihm dabei helfen. Er ist im Ingenieursgebäude. Außerdem habe ich gehört, dass Sahil wieder zurück ist. Er hat im Midwestmarkt einen Shop aufgestellt. Schauen wir bei ihm vorbei. Okay. Ich glaube, wir konnten aber auch, das will ich jetzt mal gerade schauen, wir konnten, glaube ich, auch ach nee, wir mussten zu dieser
zu dieser Werkbank, ne? Genau, hier war das. Warte mal. Hier, ne? Schwert verbessern, genau. Und ich glaube... Ach, Silbererz fehlt uns noch. Und einen verrostete Klumpen haben wir. Silbererz brauchen wir noch. Okay. Sonst haben wir ja was. Na gut, Jack, Catherine, wir sprechen mal mit Jack. Oh, du bist jetzt gekommen, um mich umzubringen? Ich wünschte. Was denkst du? Nein, nicht solange du Vieh und Catherine an der Leine führst. Oh, Alter. Wie auch immer, ich habe eine Aufgabe für dich. Vieh will, dass wir ein neues Zuhause suchen. Sie ist wahrscheinlich besorgt, jetzt wo die Vraw uns auf der Spur sind. Wie du siehst, ich bin dafür nicht gut ausgelegt. Alex ist unser Jäger, aber keine Ahnung, wo er steckt. Also ist es jetzt dein Problem, Stranger. Was für ein Glück. Was ist dein Plan? Ich denke, die Ruinen im Osten haben die höchsten Erfolgschancen. Das ist in der Nähe der Farm und sollte uns trotzdem etwas Schutz geben. Ruinen im Osten. Okay, da waren wir eben, ne? Also schau dich um, scanne, kletter, was auch immer du kannst. Aber vergesse nicht, dass wir nicht so akrobatisch sind wie du. Wir müssen den Ort auch irgendwie noch erreichen können. Verstanden? Alles klar. Na dann, toi toi toi. Freundlich wie immer. Mein FFCS zeigt 4 Orte im Osten an, die ich mir anschauen sollte. Okay. Na gut. Dann wollen wir das mal tun. So, kann ich jetzt auch auf der Karte, kann ich die dann... Ah, jetzt kann ich speichern. Kann ich jetzt immer speichern oder nur, weil ich hier an dem Links stehe? Das müssen wir gleich testen. Auf die Karte. Karte öffnen wollte ich, genau. Halt. Nein. Halt. Warum geht das jetzt nicht? So, Karte öffnen. Ah ja, okay. Das sind die Orte, die ich mir anschauen soll. Was ist hier unten noch? Ich weiß nicht. Gucken wir mal. Was wir auf jeden Fall gleich mal testen werden. Ob wir speichern können, obwohl wir nicht an dem Ding sind, an dem Speicherpunkt. Weil das wäre nämlich jetzt sehr schön. So. Nee, also es hat doch was mit dem Speicherpunkt zu tun, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Ja, also die platt machen ist echt erstmal kein Problem, ne? Die Stufe 1 Roboter. So. Karte öffnen. Okay, das ist jetzt... Da waren wir schon? Hä, wo soll ich die... Hä? Und wie soll ich mich da umsehen? Ach, warte mal. Kann das vielleicht... Naja, hat damit nichts zu tun, ne? Okay. Anschauen. Okay. Das ist Kandidat 1 für das neue Zuhause. Lass mich mal in das Gebäude schauen. Reicht das aus? Dreck und Sand ist durch allerlei Spalten eingedrungen. Eine Treibsandfalle. Ich sollte mich weiter umschauen. Nach meinem FFCS gibt es noch andere Kandidaten. Okay. So, dann müssen wir wahrscheinlich gleich hier irgendwo umschauen. Da oben. Ja. Das ist Kandidat 2 für das neue Zuhause. Es ist gut versteckt und hoch gelegen, mit guter Aussicht für Angreifer. Ich fühle mich wie ein Makler. Das Fundament sieht stark aus, aber die Wände sind voller Löcher. Das geht wohl kaum. Okay. Nochmal was auf die Karte. Okay. Hier ging es nicht weiter, ne? Hier kam der Sturm.
Okay. Das ist jetzt auch nichts, was auf der Karte dazu gehört, ne? Nein. Okay. Gut. Also. Ich hoffe natürlich jetzt. Meteorfragment. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt nochmal zu diesen komischen Stacheldingern da muss, ne? Nee. Hier wahrscheinlich. Ja. Das ist Kandidat 3 für das neue Zuhause. Es ist vor allem vom Wetter geborgen und gut versteckt. Aber diese Klippe ist ein Problem, vor allem wenn es noch zu regelmäßigen Erdbeben gibt. Okay. Aber dann ist das doch jetzt. Dann ist das doch uninteressant, weiter runter zu gehen, oder? Oder sehe ich das falsch? Ich will das nicht nochmal machen. Schauen. Das ist Kandidat 4 für das neue Zuhause. Die Fabrik hat viel Lagerplätze und womöglich nutzvolle Werkzeuge für die Ingenieursarbeit. Mit etwas Hilfe könnten die Hindernisse auch entfernt werden, damit das wieder gut begehbar ist. Aber die Erdbeben und gefährliche Stacheln sind ein Problem. Das war der letzte Kandidat, ich sollte zu Jack zurückkehren. Toll. Da war ich doch schon mal. Vielleicht sollte ich gleich mal gucken, dass ich mir die ersten Quests schon wieder hole, ne? Uiuiui, okay. Also, was ich sagen wollte, ich glaube, ich sollte mir gleich schon so ein paar Quests mitnehmen, ne? Weil, wenn ich da jetzt nochmal irgendwo hinlaufen muss, ne? Dann kriege ich echt die Krise. Heilpack bekommen. Gut, gut. Achso, das hatten wir schon. So, dann erstmal zurück zu Jack. Einmal kurz speichern. So, und zack. Du bist zurück, wie sieht's aus? Was denkst du? Keine guten Nachrichten. Was denkst du, frage ich gar nicht. Ich werde sowieso wieder eine blöde Antwort bekommen. Deswegen sage ich keine guten Nachrichten. Verdammt. Vieh wird das nicht mögen. Besser, ich gebe ihr Bescheid als du. Danke für deine Hilfe, aber das ist jetzt Menschensache. Willst du was für deine Arbeit? Nicht von dir. Arbeit? Kann ich Arbeit aussuchen? Nein, danke. Wie du willst. Oh, und Catherine will ein Wort mit dir. Und denk gar nicht erst daran, mit ihr was anzurichten. Vieh hat auch einen neuen Job für dich. Sollte dich für eine Weile beschäftigen. Dank Gott.
Aber ich werde jetzt erstmal mit Kathleen sprechen. Wie geht's? Kann ich helfen? Du bist sehr scharfsinnig. Ich wünsche dir, ich würde verstehen, wie du funktionierst. Der Wasserdruck ist wieder gesunken, also sollte jemand die Leitung überprüfen. Da unser Vorrat niedrig ist, müsste viel, dass jemand auf Pilzjagd gehen. Pilz haben wir gesehen. Wir könnten die auch gut brauchen, um Kleidung herzustellen. Etwa 25 Rosenpilze oder rostige Kappen sollten genügen, sammel keine schwarzen Pilze. Okay, ich glaube, wir hatten schwarze Pilze gesehen, ne? Ich habe bereits welche davon, aber noch nicht genug. Okay, ich habe mit meinen Freunden gesprochen. Wir möchten alle sehen, was du wirklich drauf hast. Wie wär's mit Zeitrennen? Nein. Wir haben Bierkannen versteckt, die du mitbringen musst. Da hast du es. Einiges zu tun. Hast du noch Fragen? Frag nach den Lecken, frag nach dem... Ich bin bereit. Na gut. Du kommst sicher alleine klar. Aber hab keine Angst, mit mir zu sprechen, wenn du willst. Willst du einen Walkie oder reicht dein FFCS aus? Es sollte mit unseren Radios kompatibel sein. Ich nehme einen Walkie. Verstanden. Hier. Einen Walkie erhalten. Sag mir, wenn du mehr wissen willst und wenn du ein Rennen startet möchtest. Ich will kein Rennen starten. Viel Glück. Okay. Scheiß auf dein Rennen, Alter. Schweißen. Das ist Leck 1. Es hat ein Loch, gleich wo die Leitung um die Ecke muss. Ich, zum Glück muss ich. Das ist ein eingebauter Schweißapparat. Okay. UV-Filter an und fertig. Und was jetzt? Und jetzt das Walkie. Wie geht das? Kathleen, ich habe eins der Lecke geschlossen. Gut gemacht. Der Druck ist bereits um einiges besser. Dann nur weiter so. Gib mir Bescheid, wenn es Probleme gibt. Okay, zwei Lecke sind noch übrig. Gut, gut. Aber wir gehen erstmal. Ich glaube, wir gehen erstmal hier lang, ne? Hier gibt's nichts weiter. Das nehmen wir uns mit. Verbrochener Ring. Was soll das mal mit verbrochener Ring? So. Hier war kein... Warte. Ah, hier war eins, genau. Das ist Leck 2. Es hat einen Sprung in der Leitung, keinen Erdrutsch, aber es ist nahe bei der Stelle, die Kathleen repariert hatte. Ich frage mich, ob sie es beschädigt hat. Fertig. Und jetzt noch ein weiteres. Jetzt hat man schon umgeschaut. Setzen. Okay, kann man auch nichts machen, ne? Schwarzer Pilz, ja super. Schwarzen Pilz kann ich aber nichts anfangen, ne? Okay. Muss mal hier runter. Ne, von da kam er doch eben, ne? Ja, hier sind ja auch Pilze, ne? Aber das ist nichts zum Sammeln, ne? Ne. Meteorfragment. Ja. Okay. Also die Türen können wir auch nicht. Hier können wir überall nicht drauf, ne? Ja. Okay, dann würde ich sagen, nein, nicht klettern. Hier klettern wir. Aber wo ist das dritte? Warte mal.
Kam mir. Was ist das? Achso. Kamen wir doch noch weiter runter? Ah, hier, ne? Ist das hier? Ah. Okay. Hier geht's auch. Ah. Ah. Das ist Leck 3. Die Leitung hat ein großes Leck. Und fertig. Catherine, ich glaube, das war das letzte Leck. Super, der Druck ist wieder normal. War das wieder Sabotage? Du hast eins der Lecke verursacht. Das habe ich, kann ich ja nicht sagen. Nein, nur Abnutzung, weiß ich auch nicht. Sei es mal nur nein, alles in Ordnung. Das wollte ich hören. Ich habe etwas für dich. Komm zurück zur Siedlung. Zerfetzter Pelz. Aber wir finden hier irgendwie keine Dings, ne? Wir finden hier irgendwie keine Pilze, ne? Oh, Ratten. Ratta. Rostige Kappen. Ah. Okay. Hier müssen wir uns wahrscheinlich wieder irgendwas anschauen nachher. Setzen. Dass immer diese Sätzen, ne? Okay. Wir laufen erstmal wieder zurück. Lift rufen. Rauf. Okay. Oh, guck mal. Hä, wieso sind jetzt... Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Ne? Wieso sind jetzt hier auf einmal diese ganzen Dings da? Wieso sind jetzt auf einmal die ganzen Pilze da? Wir haben eben sie gesucht, wie verrückt, ne? Und nichts da gewesen. Jetzt auf einmal sind hier überall die Pilze. Merkwürdig. Okay. Gut. Aber ich würde sagen, ich werde jetzt zurück und werde dann speichern. Und dann mache ich auch Feierabend, denn... Also es ist gleich 12:30. Eigentlich war heute nur zu 11 Uhr geplant. Wir haben also schon ein bisschen mehr, als wir wollten. Also als ich wollte. Nein, 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 nein. Oh. Denn ich habe noch ein bisschen was zu tun. Und dementsprechend... Oh, da ist ein Roboter. Was war das? Hat die gerade geschossen? Was war denn das für ein Move? Okay. Nicht schlecht. Not bad, not bad. Oh. Level 6 erreicht. Sehr gut. Okay. Suche ich mir wahrscheinlich gleich wieder einen Ast, ne? Oh Mann, ey. Ach, da. Tippel, tippel, tippel. Ach, hier ging es hoch, genau. Denselben Fehler hatte ich das erste Mal schon gemacht, ne? So. Warte. Ich gehe erstmal raus speichern. Zack. Dann will ich mal gerade einmal überlegen. Lecke. Jawohl. Hier in den Bruchteile. Danke. Walkie zurück, falls jemand braucht. Okay. War okay. Super. Danke für die Arbeit. Bis später. Okay.
Rennen, okay, okay, rennen. Finde die Dose, die richtige. Schnappe dir. Ich will kein Rennen machen. Lass mich noch Ruhe. So, wir speichern nochmal gerade. Und dann würde ich sagen, Hauptmenü. Jawohl.